Moin Moin, herzlich willkommen zurück zu Reign of Kings. Mit dabei sind natürlich wieder der Abo Nacho, Lüle. die Xyra, Nö. Nö, und der Hallo. Bad in Trouble. Moin Moin. So, jetzt habe ich jetzt alles richtig gemacht. Jetzt habe ich die Dame mal in der Mitte erwähnt, weil egal wie ich es mache. Eigentlich wollte ich ja Lady Xyra mal sagen. Wir sind ja hier im Mittelalter. Was Ja, ist denn? dafür bin ich aber recht männlich hier. Auch wenn ich ja festgestellt habe bei der Charaktererstellung, ich habe keinen Schniepel. Hast du das festgestellt? Ja, und mit diesen Das Worten habe ich verabschieden festgestellt. wir uns auch schon wieder. Das ist Diskriminierung. Ja, oh, ich bin einfach umgefallen. Oh. Ja, du Was? bist einfach Umgefallen? umgefallen. Wie umgefallen? Ja, ich bin eben gerade einfach umgefallen. Keine Nun, Ahnung. das kommt davon, wenn man nicht genug isst. Ja, Genau. ich sehe auch schon völlig abgemagert aus. Hast Der du Kleine wieder äußert echt? sich. Ich habe ihn jetzt noch nicht so richtig und Ist denn irgendwie ja. einer von euch auch mit dabei, Holz und Sticky sammeln? Ich Ich bin am sammle Stickies sammeln, ganz ausschließlich Stickies fleißig. und Steine momentan. Und ich bin gerade unterwegs wegen Flachs und Steine und Eisen. Ich hoffe, ich finde die Burg. Ich sehe sie nämlich gerade Und wieder ich nicht, habe aber. außerhalb der Aufnahme einen Haha, einen Wolf erlegt. So, jetzt Also, habe ich ich habe es doch davon nichts gebracht. mitbekommen. Und ich ein Bär. Oh, hier ist Blut im Und ich Wasser. habe 4 Bären erlegt. Mit den bloßen Händen. Ihr könnt mir alle mal wissen lassen. Tja, da ist der Wolf dann nicht mehr so groß, Ich habe aber Beweisfleisch in der Tasche. Ich auch. Beweisfleisch? Ja, Ist es nicht das, Beweisfleisch. was ich dir vorhin hingeworfen habe? Hör auf damit. Ah, So. herrlich. Ja, nee, ich, wie gesagt, ich Ah, sammle. in die Ich Richtung. gucke nochmal nach, ob ich hier. Irgendwo habe ich aber ein Elch gehört. Ich höre schon Ja, wieder das einen. mit dem Aufbauen am Anfang, das dauert doch recht lang. Also der Elch, das kann auch der Brunftschrei vom Bert gewesen sein, der auf der Oh. Suche nach dir ist. Nee, das ist. Ich glaube, schreit er immer noch. Warte mal. Ja. Verdammt, jetzt wollte ich Baumsurfen, ging nicht. Baumsurfen. Baumsurfen. Ich Baumsurfen. bin neulich, wollte mir auch so einen Baum züchten und ich habe mich einfach draufgestellt und dann bin ich mit ihm den Berg runtergerutscht. Baumsurfen. Okay. Jeder muss seine Hobbys haben. Ja, ist halt Mittelalter, ne? Ich Eine meine. N. Wir hätten uns die Eine Beach Ente mit Falls zwei nennen können. Enden. Wie was? Die Beach Boys hätten wir uns nennen können. Beach Ja, Boys? okay. Das Herr ist mir Well, Sie sind eine. raus. Genau. Was, Das ist mir eine warum? zu hohe Stimme. Ja, wenn er da Ja, am das gehört Surfen nicht ist dazu. hier. Ja, aber das wäre ja dann hier so über den Fels gewesen und nicht über den Strand. Verstehst? Geil, okay. Wenn ich eine Ente auseinandernehme, dann macht sie steinerne Geräusche. The Surfing Manchmal. Stones oder so, als Kompromiss. Mensch, also zur Steppe runter, das ist ein ganz schöner Weg. Okay, Bin hier hier immer ist noch vorbei. fleißig am Holzhacken. Ich bin am Sticky sammeln. Und Machst du Flachs, das da wenn es mir über unten? den Weg kommt. Ich sammle jetzt auch noch mal ein bisschen Holz mit. Wir Stickies brauchen mache ich nebenher. überwiegend Stickies, ne? Ja, und Holz ganz viel. Hatte ich ja gesagt, wir brauchen so knapp 12.000 Holz. Und das ist echt nur, ich habe das echt ausgetestet. Das ist der absolute Minimalschutz für 4 Leute. Drunter kommen wir nicht. Sonst können wir einfach irgendwo offen hinlegen. Wenn wir in Schichten arbeiten und einer nie im Haus ist, dann könnten wir uns aber auch ein bisschen. Was könnte man noch machen? So ein Schichtsystem einführen. Ja, das besprechen wir dann noch mal außerhalb der Aufnahme. Was wäre doch eine Idee, das spart richtig Platz dann. Also ich kann dir sagen, was wir an Blöcken brauchen.
und was ich habe. Brauchen tun wir 406 Holzblöcke. Ja, und wir haben. Und 575 Tarnblöcke. Ja, und wir haben jetzt die ersten Holz. 30 schon. Ich habe 68 Holz in der Tasche und 56 Tarnblöcke. Wir brauchen 500 Blöcke? Wie groß soll das werden? Das ist das Kleinste, was du bauen kannst. Für vier Leute. Ne? Warum treffe ich die nicht? Wenn du die Betten nicht drunter haben willst, dann ist es natürlich egal. Ach so. Und die ganzen anderen. Aber das ist so Außenabmessung? 9x7 oder sowas dann, ne? Sagtest du, glaube ich, oder so. 9x6. Fuck! Der Wolf tötet mich, glaube ich, gleich. Ja, Moment, aber 6x9. Voll ist die Knochenaxt. Das macht man doch 4 hoch. Das wirst du gleich sehen dann. Mhm. Ich fange jetzt ja gleich schon mal an. Meine Zuschauer müssen auch mal was anderes sehen, außer Holzhacken. Also, der Wolf hält dem recht gut stand, muss ich sagen. Was sollen meine denn dann sagen? Der Knochenaxt in den Kopf. Ich baue ja nicht mal. Ich finde den Elch auch nicht. Also richtig bauen tun wir ja erst, wenn wir diesen Minimalschutz fertig haben. Ja, und das mache ich ja auch nicht alleine. Da macht ja Nicole da mal kräftig mit. Ach so, und ich darf ja die ganze Zeit nur Holz schlagen hier. Ja, richtig. Ja, genau. Du bist unser Arbeitssklave. Du besorgst das Material. Sei froh, dass du keine Kette ums Fußgelenk kriegst. Ja, aber ihr müsst doch an den Zuschauer denken. Ich habe gerade schon wieder keine Ahnung. Die gucken bei uns, Ahnung, heißt es dann gleich. Ne? Genau. Ich habe schon wieder keine Ahnung, wo die Burg ist. Du, mach dir keine Gedanken, ich verlaufe mich ständig. Also, ich habe gerade keine Ahnung, wo ich bin. Wenn du die Burg suchst, dann stell dich einfach auf eine Erhebung. Ja, das, ja. Erheben Sie sich oder stellen Sie sich drauf? Genau. Ich nehme hier jetzt noch die dicken Bäumchen mit und dann gehe ich nach oben und fange schon mal an. Immer wieder faszinierend, wie viel Blut in so einem Hütchen drin ist. Das ist Wahnsinn, ne? Mhm, dass du da sogar Steine drin hast. Das sind die guten alten mittelalterlichen Bluthühnchen, noch nie gehört. Also ich meine, ich glaube, Gänse waren das, ne? Waren das Gänse, die tatsächlich hier und da so kleine Kiesel noch futtern? Echt? Ja. Ja. Glaube, warum? Um ihren Magen in Ordnung zu bringen oder sowas. Ich sehe hier ein... Aber bei Hühnern ist mir das tatsächlich auch neu. So, jetzt gehe ich hier einmal kurz an den Strand. Ich bin. Vielleicht habe ich hier ja was mir was sagt. Läuft hier Wasser aus dem Berg oder so? Ich bin. Ja, und dann bist du das Wasser ist gutes frei. Quellwasser. Nee, Moment, das ist. Jeder Fluss braucht also eine Quelle. Nee, hier ist kein Wasser. Wenn ich oben auf dem Berg stehe. Nee, ich bin an unserem See und der See ragt etwas aus dem Berg raus, aber man kann ihn nur sehen, wenn man dann unterhalb der, was muss ich dir angucken? Das ist der, ich kenne das, da war ich auch schon, das ist der kleine Bug. Ja, okay. Leute, es tut mir leid, dass ich mich immer verlaufe. Ihr seht bei mir jetzt viel von der Welt. Ja, ist auch schön. Bei mir sind gerade noch einen schönen Sonnenuntergang. Ja, das stimmt. Am Strand. Einen Sonnenuntergang habe ich auch einen schönen. Ja, am Strand. Also wir müssen irgendwie, müssen wir umziehen. Weil ich glaube auch, wenn ich finde das auch nie wieder, glaube ich. Doch. Kann man die, ach so, kleiner kann Tipp. Man die UI eigentlich irgendwie abschalten mit der Taste? Ach, P war das, ja, ich, das, ne? Wollte ich dir gerade sagen. Nee, mit Pause kannst du das machen. Pause? Mhm. Wo ist denn... Ah, da, cool. Es ist jetzt schon wieder Abend und ich bin schon wieder nur rumgelaufen und außer zwei Enten killen habe ich nichts gemacht. Das ist... Ja... Schwierig. Aber das ist doch auch wichtig für uns. Genau. Das ist doch auch wichtig für uns, dass bei einem wenig passiert, damit wir im besseren Licht dastehen. Das ist, Und jetzt solltest du dir mal Gedanken machen, dass du so eine, ich sag jetzt mal, Hilfe brauchst, damit du in einem besseren Licht dastehst, mein Schätzchen. Schachmatt. Hat denn jemand auch ein bisschen Flachs dabei? Wieso steht denn hier drei Water destroyed? Komisch. Sollte ich vielleicht doch nochmal unten am Strand entlang laufen. Ich habe keinen Platz mehr in den Taschen, das ist das Problem. Ja, das ist mir auch schon mal passiert. Weil ich habe hier Wasser zerstört. Läuft jemand gerade zu uns nach Hause? Ja. Nein, ich bin gleich überhaupt erst an der Fläche vor der Burg angekommen, also... Ich werde tagelang jetzt nicht nach Hause kommen können. In der Fläche vor der Burg vielleicht. Komme ich dir einfach mal entgegen.
Soll ich dich mal suchen, aufsuchen oder so? Jetzt kann ich dich über die Straße bringen. Denn dich. Oh, da ist ein Bär. Unsere Alarmanlage ist wieder da. Mich? Ja, wenn du mich findest, bring mich mal bitte über die Straße bis nach Hause. Also nicht jetzt, sondern wenn ich hier mit meinem Auftrag fertig bin. Weil ich hab's ja... Ah, hier ist das NPC-Dorf. Gut, dann weiß ich jetzt zumindest, wo ich hier bin. Ich weiß im Leben nicht, wie ich nachher... Dann läufst du jetzt einfach Richtung Strand durch das... Nein. Ich will ja noch gar nicht nach Hause. Ich bin ja gerade erst da angekommen, wo ich hin will. Achso. Ich habe jetzt eine ganze Folge darauf verwandt, von unserem Zuhause bis in die Nähe von der Burg zu kommen. Ernsthaft? Eine ganze Folge! Du hättest doch einfach nur der Burg folgen, also den in Richtung Burg laufen müssen. Ja, das habe ich versucht. Allerdings mit den ganzen Bergen, die man da ständig hat, da verliert man die Burg ständig aus dem Blick. Und wenn man denn keine Orientierung hat, dann läuft jemand mit Fackel. So. Sag mal, wie viel Flachs hast du in der Tasche? Flachs? 48 packe ich hier in die rechte Kiste rein. Oh, und kriege ich hier auch ein Bett. Ich packe nochmal 455 Sticks rein und Holz habe ich nur 300, das behalte ich mal. Ja, dann mache ich jetzt gleich für Nicole auch mal ein Bettchen. Clay und so packe ich mal in die mittlere Kiste, ne? Ah ne, Steine sind rechts schon drin, ne? Dann könnte ich ja noch Steine reinpacken, habe ich 120 Stück. Ja, jetzt momentan noch nicht so extrem viel mitbringen, weil wir die Kisten umstellen müssen später, ne? Mhm. Naja, die Steine, die habe ich halt schon die ganze Zeit über aufgesammelt. Schön so. Stickies hast du mit. Hallo? Ja, genau. Ich habe doch gesagt, ich sammle. Das ist doch mal fein. Nee, ich beteilige mich hier schon an der Gruppenarbeit. Deshalb sehen meine Zuschauer ja auch nichts hier von mir. So, ich schlachte jetzt gerade immerhin nochmal ein Schaf. Ich bin ganz stolz auf mich. Das ist gut. Nicole, ich leg dir auch ein Bett in die Kiste, ne? Das ist lieb. Heu packe ich mal rein und Schädel packe ich mal 57 rein. Und ein bisschen Leder. Bisschen Leder. So, nächstes Schaf. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mit Eisen und Stein wird das schwer werden, was abzubauen. Wieso? Weil die anderen haben sich natürlich so gut platziert hier, direkt vor den Erzen. Hab ich schon gesehen gerade, ja. Wo bist du denn? Ihr seid jetzt bei der Burg, oder wie? Ja. Hm? Ob ich da mal mit hingehe, oder? Wo, was meinst du so? Warte mal, das könnten wir vielleicht, wenn denn, lieber am nächsten Tag machen, weil jetzt nachts durch den Wald laufen ist immer ein bisschen schwierig wegen den Zombies. Nicht, dass du den da, weil die Vampire sind das ja, Vampire. Ja, die sind übel. Aha. Nicht, dass du den da in die Hände los. Ich bin dir noch nie in die Hände gelaufen. Sind die böse? Also nicht sind die böse, das ist mir schon klar, sehen die böse aus? Die sind auch böse. Ja, die sind ziemlich. Ja, also, die haben Arme, aber die gehen bis zum Boden. Also jedenfalls das Viech, was ich mal gesehen habe. Okay. Aber die laufen halt nicht durch den Wald, die bleiben doch bei ihrer Base, oder? Nee, teilweise rennen die auch durch den Wald. Also mich haben sie schon ein paar Mal erwischt, als ich privat gespielt habe. Ach, ich pfeife. Okay. Ich finde das gerade so ein bisschen, Entschuldigung, den Ausdruck, aber abgefuckt, dass die ihre Base, die Mauern direkt um die Erde rumbauen. Das ist ein bisschen... Ja. Das ich traue mich da jetzt auch in der Nacht irgendwie nicht hin. Das ist auch nicht sehr gut. Da habe ich auch mit dem Admin schon mal drüber gesprochen. Wir haben den ja kennengelernt, den Admin vom Server. Er meint bei dem Stein und so, da wäre das okay, wenn man halt genug andere Steine findet. Allerdings muss ich sagen, ich persönlich, ich finde das generell nicht okay. Ja, Steinen kannst du ja, der spawnt ja nach, ne? Das Geröll hier, ne? Was wir immer aufsammeln, oder? Ja. Aber bei Metall ist es schwierig, finde ich. Ja, finde ich auch definitiv nicht in Ordnung. Ich habe leider auch immer noch keine Pickaxe. Ich weiß jetzt nicht, wenn ich das mit der Axt mache. Eine Pickaxe? Bett, bist du gerade dabei abzubauen? Aber für eine Pickaxe brauchst du doch nur einen Stein. Ich hüpf. Du? Ja. Okay. Was meinst du, Will? Xyra, für eine Pickaxe brauchst du doch nur einen Stein. Ja, ich weiß, aber ich habe nicht genug Stein. Also ich habe jetzt leider auch keine mehr. Ich habe meine alle in die Kisten gepackt, aber wenn ich auf dem Weg zu euch bin, kann ich mal gucken, ob ich hier irgendwie ein, zwei Steine mal mitnehmen kann am Rand. Hast du das Eisen jetzt soweit schon weg, was da war? Da war ja nichts. Oh, aber...
Boah, nichts, was läuft da hinten? Wo? Ja, da drüben, in die Richtung, wo ich jetzt gerade. Jetzt sieht man schlecht wegen der Nacht. Also ich laufe nur an einer Klippe entlang das Richtung Bär, Strand. Nee, das ist dieses ulkige Monsterschwein, ist das. Ein Monsterschwein. Und vor allem ulkig, ne? Okay. Ja, das ist die Wildsau mit den Knochen auf dem Rücken. Mhm. Ah, okay, wird jetzt auf jeden Fall vor anderen angegriffen. Das Was ist ja, brauche ich eigentlich für eine Fackel? Weil ich habe keine Fackel mehr. Aber ist es auch nicht klug, mit einer Fackel durch die Gegend zu laufen, ne? Nicht unbedingt. Nein, nicht wirklich. Flachs brauche ich glaube, für eine. Okay. Brauchst du dafür nicht auch Fett? Nee, nur Flachs und irgendwas, was ich habe. Fett wird es nicht sein. Die haben auf jeden Fall dafür gesorgt, dass du mehr essen und trinken musst. Da muss man zumindest mehr trinken. Muss echt ein bisschen mit aufpassen. Dann werde ich hier noch ein paar Stickies sammeln. Kommt drauf an, also wenn du nicht wirklich die ganze Zeit durchläufst, geht das eigentlich. Ich bin ja die ganze Zeit durch am Holzhacken. Ja, ich laufe aber auch viel. Man sieht nicht wirklich so viel ohne eine Fackel. Nee. Also, naja, schon, aber in der Nacht sind alle Katzen grau, wie es so schön heißt, ne? Mhm. Xyra, falls du noch was zu essen brauchst, ich hab noch was da, ne? Ich hab 30 Beeren, hab ich noch. Ach so. Oh, oh. Hm? Oh, was? Mein Holz macht sich schon wieder vom Acker. Bleib hier. Ich höre einen Hirsch, einen Elch. Hört ihr den auch? Nee, ne? Nein. Nein. Aber jetzt dunkel, aber es wird schon wieder Tag. Habe ich keine Chance, den. Oh, hier kommt jemand. Nee, das ist ein Etwas. Ein Etwas? Das ist eine von den Vampiren. Geh bloß weg. Der. Nee, hau da schnell ab, ja. Okay. Der ist böse. Die sind richtig böse, ja. Ja. Wo ist denn der Elch? Irgendwo habe ich den doch. Der Ton, kommt das hin? Kann man da die Richtung nachorten, wenn so ein Elch ruft? Oder funktioniert das in dem Spiel noch nicht so richtig? Was man das so, kann ich dir nicht sagen. So hören kann, aus welcher Richtung was kommt. Der ist ja immer noch hinter dir her, ne? Soweit funktionieren. Mhm. Ja, reden mit mir. Wer? Der Zombie? Dann ist es vielleicht keiner. Der redet mit dir? Doch, das ist einer. Der Zombie redet mit dir. der Vampir. Ach so, ja, das ist ja was anderes. Natürlich, die schnacken alle mal das Ohr ab, du. Der hat auch irgendwie eine Waffe. Wow. Oh. Viel Spaß mit dem, ich gehe. Nee, bleib mal hier. Ich warte nur drauf, dass es ein bisschen heller wird, dass ich den ein bisschen besser sehen kann. Und dann schnappe ich mir die Sau mal. Meinst du nicht, dass das eine schlechte Idee ist? Ich bin da, ich gebe dir Rückendeckung. Nee, das ist schön, dass du mir Rückendeckung gibst. Nee, das ist... Ja doch, das könnte... Naja, Alter. Hauptsache du entscheidest dich, ich hab ihn, ob es ein Spieler oder ein Zombie ist. Der hat zum Glück nur einen Zweihänder, das heißt, dementsprechend ist er ein bisschen langsamer. Komm her, lauf nicht weg, du Hund. Wo ist denn jetzt mein Elch, Mensch? Er war eben noch hier. Soll ich mit dir mitkommen? Ja, komm mal mit dir mit, ja. Oha, jetzt hat er mich aber mal erwischt. Oh. Oh, scheiße, jetzt wird's eine enge Sache. Er hat mich ein bisschen verletzt. Hui. Ups, Kuh. Ist aber ganz schön da am Rumschwingen. Au. Komm her, Elch. Ich kann noch nicht mehr laufen. Der hat mich so sicher, stark. Dass er... Oh, fuck, gibt's doch rein. Dir sicher, dass das... Ich glaube, du hättest den lieber nicht angreifen sollen. Ich glaube auch. Oh, ganz viele Schafe. Ja, toll. Und jetzt ist er wahrscheinlich gleich hinter mir her. Ich bin jetzt gerade überlegen. Ich glaube, ich respawn lieber am Beach. Ja, jetzt ist er mit Pfeil und Bogen hinter mir her. Ja, was soll ich sagen? Mich greift hier ein Elch an. Ein Elch! Ich hab ein Pfeil im Hintern. Warum bleib ich auch bei dir, wenn du dich... Nö, bleib mal hier.
Warum tue ich das? Wieso? Erklär es mir bitte. Wieso tue ich das? Du bist halt auch süchtig nach Abenteuern. Nein. Ich habe 20 Minuten, 20 geschlagene Minuten habe ich darauf verwandt, zu diesem beschissenen Ort zu kommen. Und jetzt muss ich davor flüchten, nur weil ich auf dich gehört habe. Das ist schwierig. Wieso tue ich sowas? Ja, ihr kennt doch schon länger, du müsstest doch wissen, was passiert. Ja, ich weiß es eigentlich auch, deswegen ärgere ich mich umso mehr. Man fällt immer wieder drauf rein. Ja. Also Frau fällt immer wieder drauf rein. Ich glaube, die Runde ist vorbei. Das ist eine Ausrede. Das ist ja eine Ausrede. Das halte ich ja für ein Gerücht. Wir sind überhaupt noch nicht bei 35 Minuten. Doch, da hinten läuft er noch. Ich bin mir auch gerade nicht so sicher, ob das jetzt wirklich einer von den Vampiren ist, weil der hat sich eigentlich... Das ist eindeutig kein Vampir. Ich muss mal auch irgendwie irgendwas anderes sehen. Aber können wir entweder mal, wollen wir mal anfangen, was zu bauen? Oder sonst muss ich mein anderes Gebiet, meine Zuschauer, wenigstens in der nächsten Folge, irgendwas anderes sehen, außer grün. Ich bin schon dabei, aber ich weiß, dass wir so viel noch nicht bauen können. Das ist egal. Ich genüge mich auch mit weniger. Dann baue ich halt immer wieder einen Block auf und wieder ab. Wie gesagt, wenn ich an meinen Beutel wieder rankomme. Ich weiß nicht mal, wo Fleisch ich bin. Ich glaub, er läuft hier noch rum, ne? Ich laufe also jetzt zurück zu uns wieder, ne? Ja, Tatsache. Ich hoffe, dass er jetzt nicht sieht, dass ich zurückkomme. Oh, Ente. Die nehme ich noch mit. So. Und eigentlich ist die Folge auch schon wieder vorbei. Stell ich gerade fest. Ach, schau an. Schau an, das geht immer wieder schneller, als man glaubt. Den würde ich sagen. Ist noch ein anderer unterwegs? Lasst uns diese Ente. Der hat mir jetzt alle Schafe geklaut. Wir wollten zum Ende kommen, genau. Ja, genau. Ich würde sagen, lasst uns einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Und schaut auch mal bei den anderen Kanälen vorbei. Das ist so brutal. Ich mag Tut es euch bei mir bitte nicht an. Lasst es sein. Lasst es einfach sein. Tut mir und euch bitte den Gefallen. Ja, das ist okay. Auch eine Methode. Ich bin nur ehrlich. Gut. Ja. Dann bis zum nächsten Mal. Jo, ich würde sagen, bis dann. Tschüss. Tschüss.